Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ist für den Chefposten der EU-Kommission nominiert. Dies veranlassten die EU-Staats- und Regierungschefs am Dienstagabend. Um das EU-Präsidentenamt übernehmen zu können, benötigt sie nun die Zustimmung des Parlaments. Sie bekommt allerdings auch Gegenwind, vor allem von den Sozialdemokraten. Die deutsche EU-Spitzenkandidatin der SPD, Katharina Barley, lehnte von der Leyen als Kommissionspräsidentin ab. Der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel fordert seine Partei wegen der Nominierung sogar zum Koalitionsbruch auf. Kanzlerin Angela Merkel musste sich deshalb bei der Abstimmung auch enthalten. Im Anschluss an die Verhandlungen in Brüssel sagte Merkel allerdings, sie würde sich freuen, wenn die EU-Kommission erstmals eine weibliche Führung bekäme. Am Mittwochnachmittag wird von der Leyen nach Straßburg reisen, um dort an einer Sitzung des Europaparlaments teilzunehmen. Ob es ihr gelingt, die Abgeordneten auf ihre Seite zu ziehen, ist bislang unklar.